Das Ende eines teuflisch heißen Tages in Rom. 18. August 1503. Der Papst ist tot. Wie ein Blitz schlägt die Nachricht in der Stadt ein. Papst Alexander VI., der Stellvertreter Christi auf Erden, lebt nicht mehr. Der Pakt mit dem Teufel ist abgelaufen. War es Gift, war es Mord oder war es das Sumpffieber? Die Diener warten auf diesen Augenblick. Sie greifen sich, was sie davontragen können. Sie wollen nicht mit ansehen, wie der Satan den Leichnam entstellt. Sie wollen verschwunden sein, wenn die Höllenhunde und Teufelsaffen die Seele des Verdammten holen. Der Zeremonienmeister des Vatikan, Burkhardus. Aus seinem Tagebuch wissen wir, was am Hof geschah, als dem Papst die Stunde schlug. Seine Heiligkeit sah aus wie das schwärzeste Tuch oder der dunkelste Neger, vollständig fleckig, die Nase geschwollen, der Mund ganz breit, die Zunge doppelt, sodass sie über die Lippen hervorquoll, kurz so entsetzlich, wie noch nie jemand etwas Ähnliches sah, schreibt Burkhardus. Burkhardus Aufzeichnungen werden später abgeschrieben. Im Geheimarchiv des Vatikan liegt das Buch, in dem man nachlesen kann, wie der Tote zur Seite geschafft wurde. Den eingehüllten Leichnam trugen unsere Diener in die Hauptkapelle. Die Zimmerleute hatten den Sarg zu eng und zu kurz gemacht. Sie bedeckten den Toten mit einem alten Teppich und halfen mit den Fäusten nach, damit er in den Sarg ginge. Das Ende eines Papstes, dem Hass und Spott nachgerufen werden. Härte, Hinterlist, Tollheit und Wut, gierige Geilheit, durstig nach Blut und nach Gold, unersättlicher Schwamm. Alexander Borgia. Vater der geheimnisumwitterten Lucretia und, so heißt es, Vater eines Kindes mit der eigenen Tochter, der Hure, der Giftmischerin Lucretia Borgia. Rom, 500 Jahre später. Die Kirche über dem Grab des Petrus. Der Petersplatz, Zentrum des Kirchenstaates, Mittelpunkt einer Weltreligion. Was geschah damals im Vatikan wirklich? Wer ist diese Familie Borgia, die sich Macht und Reichtum verschafft und schließlich sogar nach der Papstkrone greift? Was ist wahr an den Legenden über diese verbrecherische, sexbesessene Familie, über Lucretia, über ihren Bruder und über ihren Vater, den Papst? Was bringt Licht in die finsteren Geschichten um diesen Papst, der sich als hoher Priester aufspielt und zugleich ein skrupelloser Machtpolitiker ist? Was ist das wahre Gesicht dieses Mannes, den nach seinem mysteriösen Tod mehrere Geliebte und ungezählte Söhne und Töchter betrauern? Ein reitender Bote bringt die Nachricht vom Tod des Heiligen Vaters nach Ferrara, zu jener Tochter des Papstes, der nachgesagt wird, eine blutschänderische Lebedame und eiskalte Giftmörderin zu sein. Lucretia Borgia, die Herzogin von Ferrara, die bis heute die Fantasie von Dichtern, Malern, Musikern, Filmemachern und Historikern nicht loslässt. Immer wieder vorgestellt, entstellt, dargestellt, wie hier auf einem Fresko des Malers Pinturicchio in den Borgia-Gemächern des Vatikan. Oder in der Dichtung von Victor Hugo, Alexandre Dumas, in der Musik von Donizetti und im Theater. Che era anche l'imperatore del mondo. Aspettate un momento, scusa. Vorsprechen im Teatro Valle in Rom. Die Rolle der Lucretia ist zu besetzen. Si potrebbe dire che fosse una donna emancipata. Wie könnte sie ausgesehen haben? Wie muss sie aussehen? Wer könnte sie sein, die richtige, die wahre Lucretia? Va bene? Dai!
Ist sie die anmutige, aber ahnungslose Tochter des Papstes? Die Hure, die Blutschänderin, die Giftmischerin, die Mutter von 8 Kindern, die brave Ehefrau, die Geliebte eines Dichters, die Gönnerin von Kunst und Wissenschaft? Wer ist Lucrezia Borgia? Rinunciare, Santo Padre. Es scheint, als hätte jede Zeit sich ihr eigenes Lucrezia-Bild zurechtgeschminkt. Gibt es trotzdem die eine Geschichte hinter den Geschichten, eine Wirklichkeit hinter den Legenden, wenn schon zu ihren Lebzeiten wilde Gerüchte das Lucrezia-Bild mehr bestimmen als die Wahrheit? Wer hat im Rom der Renaissance ein Interesse daran und welches? Welche Rolle war damals für Frauen im Kirchenstaat vorgesehen, im Spiel um Größe, Gewalt und Herrschaft? Als Alexander zum Papst gewählt wird, jubelt das Volk. Die Leute mögen seine Eleganz und Bescheidenheit. Dass ein Papst Kinder hat, ist nicht ungewöhnlich in dieser Zeit. Warum ändert sich das? Der Borgia-Papst ist Spanier. Der Ausländer holt seine Nichten und Neffen und deren Nichten und Neffen. Ganze Hundertschaften aus Spanien greifen sich die attraktivsten Posten und Paläste im Kirchenstaat. So macht er sich Römer zu Feinden. Der spanische Papst fühlt sich selbst in der Engelsburg nicht mehr sicher. Die Verteidigungsanlagen im Inneren. Ein Gang in die finstere Machtgeschichte der Renaissance. Es gibt keine zentrale Autorität. Jeder muss sich selbst schützen. Mord und Totschlag sind das tägliche Leben. Waffenkammern, gespickt mit Angriffs- und Verteidigungsgerät. Hier sind die Borgia Herr im Hause. Die Kanonen sind gegen die Franzosen gerichtet, die in Italien eingefallen sind. Sie sollen aber auch die Todesschwadronen der Adelsfamilien abschrecken, die Alexanders Herrschaft bedrohen. Päpstliche Truppen demonstrieren die Macht des obersten Kirchenfürsten. An die Spitze des Heeres schiebt sich immer deutlicher der leibhaftige Sohn dieses Papstes, Cesare Borgia, der Bruder der Lucrezia, machthungrig und skrupellos, entschlossen, die Borgia-Herrschaft mit allen Mitteln zu festigen. Ist der Schlüssel zum Verständnis der Borgia-Legende Cesares Lust am Spiel von Gier und Gewalt? Das Spiel von Gier und Gewalt auf den Straßen Roms. Was sich heute als billiger Autostrich präsentiert, ist zur Zeit der Borgia ein einträgliches Geschäft. Wirtschaftlich und politisch gehört es zum ewigen Leben in der ewigen Stadt. Damals waren Priester und Prälaten, Kardinäle und Päpste Kunden auf dem Markt der Sinnlichkeit. Rom, das Paradies der Prostitution. Nicht selten mit allen Anzeichen gebildeter Kurtisanenkultur. Das Spiel von Gier und Gewalt auf den Straßen Roms. Die Waffen sind andere. Die Unsicherheit und die Angst der Menschen sind in 500 Jahren gleich geblieben. Beherrschen die Borgia dieses Spiel mit der Angst nur besser als all die anderen? Die Borgia sind allgegenwärtig. Ihr Wappen ist heute noch an vielen Stellen der Stadt zu sehen. In diesem Haus hat Vanozza de Catanei gewohnt. Die große Liebe Alexanders in der Zeit, als er noch Kardinal war. Ihr Grabstein nennt die Namen der gemeinsamen Kinder. Cesare, Juan, Lucrezia und Geoffrey. Juan wird ermordet werden. Geoffrey nach Spanien verschwinden. Die geheimnisvolle Lucrezia, sie ist 12 Jahre alt, als ihr Vater Papst wird. Und Cesare, der Mann mit der schwarzen Maske, verkörpern die Verruchtheit der Borgia zwischen dem Glanz der Renaissance
und dem Elend von Verlust und Tod. Kardinal Rodrigo Borgia, der Vater dieser Kinder, ist reich. Als Vizekanzler unter vier Päpsten verfügt er über enorme Einkünfte. Zur Papstkrönung werden Münzen geprägt. Die Annalen berichten von Kirchenbenefizien, von italienischen und spanischen Abteien und drei Bistümern. Er besitzt, schreibt Burcardus, eine große Menge an silberner Gerätschaft, Perlen, Kirchenschmuck und Wandteppichen, die mit Gold und Seide bestickt sind. Bücher über jedwede Wissenschaft und all dies in einer Pracht, die eines Königs würdig ist. Und hier sind wir an der Grenzlinie zwischen der Geschichte und den Gerüchten, mit denen die Borgia denunziert werden. Die Kirche Santa Maria Maggiore in Rom. Die Decke ist mit dem ersten Gold aus Amerika verziert. Da hat es einer mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört. Der Borgia verkauft seine Seele dem Teufel, um Papst zu werden. Und so einer soll mit dem Teufel nichts am Hut haben? Wenn er aber mit dem Satan im Bunde steht, dann ist er der Antichrist auf dem Papstthron und muss abgesetzt werden. Im Vatikan treffen schlimme Nachrichten ein. Ein Mönch hat in Florenz einen Gottesstaat errichtet. Girolamo Savonarola. Er wird vor Gericht gestellt, gehängt und verbrannt. Hochzeit im Vatikan. Giovanni Sforza aus der Herrscherfamilie in Mailand lässt sich mit der Papsttochter verheiraten. Sforza und Borgia, kein schlechtes Bündnis gegen den König von Neapel. Päpstliche Heiratspolitik mit der erst 13-jährigen Lucrezia. Die Braut, anmutige Schachfigur im Machtspiel des Vaters, als 12-Jährige schon zweimal verlobt, ist nach der Hochzeitszeremonie allein. Der Bräutigam will von seiner jungen Frau nichts wissen und reist noch in der Nacht ab. Was Lucrezia denkt und fühlt, wen interessiert es? In dieser Bibliothek finden wir den strengen Geist klösterlicher Bildung bis heute erhalten. Lucrezia ist, für eine junge Frau ihrer Zeit, gebildet. Sie spricht neben Italienisch auch Spanisch, lernt Französisch, Griechisch, Latein. Sie zeichnet und stickt, befasst sich mit Literatur und Erdkunde. Sie lernt auch mit den Mächtigen in Staat und Kirche Konversation zu führen. Im Geheimarchiv des Vatikan finden wir Briefe von ihrer Hand. Ihre Schrift, bemerkt ein Zeitgenosse, ist bisweilen scharf und fein. Bisweilen hat sie die starken Züge, die auffallend an die energische Schrift des Vaters erinnern. Das verheiratete Kind geht im Vatikan aus und ein. Ungewöhnlich genug im männlichen Kirchenstaat. Feste, Landpartien und Freundinnen lenken ab vom Unglück mit dieser Ehe. Übermütig setzt sich Lucrezia über die Regeln des Zeremoniells hinweg, selbst wenn ihr heiliger Vater das Hochamt zelebriert. Frühjahr 1494. Über dem blühenden Land braut sich eine politische Tragödie zusammen. Französische Heere strömen auf die italienische Halbinsel. Der König von Frankreich beansprucht die Krone des Königreichs Neapel. Da passt die Verbindung der Papsttochter mit einem Sohn der Mailänder Fürstenfamilie nicht mehr ins Kalkül. Was tun? Alexander setzt eine päpstliche Kommission ein. Per Dekret wird die Ehe für ungültig erklärt. Begründung: die Ehe sei nie vollzogen worden, Lucrezia sei Jungfrau. Der Ehemann dagegen behauptet, die Ehe sei aufgelöst worden, damit Vater und Bruder ungestört Blutschande mit Lucrezia treiben könnten.
Ohne Rücksicht auf sein Ansehen macht der Papst die 40 Jahre jüngere, soeben verheiratete Julia Farnese zu seiner Mätresse. Vom Landsitz am Bolsener See schreibt Julia heiße Liebesbriefe. Eure Heiligkeit sind nicht hier. Und da mein Glück und Wohl von euch abhängen, kann ich bei allen Lustbarkeiten weder Vergnügen noch Zufriedenheit finden. Denn wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Der Nachrede nicht achtend, antwortet der 57-jährige Alexander in der Tonlage ihrer Liebesbriefe. Eifersüchtig wacht er über sie und ermahnt sie, ihn nicht zu vergessen. Ihn kümmert nicht, dass er sich als alternder Liebhaber eher lächerlich macht. Lucretia wird für die nächste Ehe präpariert. Später noch, als sie längst Herzogin von Ferrara ist, wird man sich wundern über ihre Lust, im Kreise ihrer Zofen ausgiebig zu baden. Während der Papst die Tochter zum Spielball seiner Bündnispolitik macht, soll ihr Bruder Cesare die Hebel der Macht im Kirchenstaat ergreifen. Obgleich Cesare niemals zum Priester geweiht wurde, erhebt der Heilige Vater den 16-Jährigen zum Kardinal. Um das möglich zu machen, erlässt der Papst an einem einzigen Tag zwei Bullen, versiegelte Schriftstücke. Eine, die Cesare zum ehelichen Sohn eines römischen Bürgers erklärt, und als geheimes Zusatzprotokoll eine zweite, die Cesare als leiblichen Sohn Alexanders anerkennt. Der Sohn hat eigene Pläne. Ein Maler des 19. Jahrhunderts stellt die Szene dar. Alexander ist wütend. Cesare handelt souverän. Er erklärt dem Papst, dass er als Feldherr den Borgia nützlicher wäre. Er gibt dem Papst die Insignien des Kardinals zurück. Jetzt kann Cesare seinen Kampf um die Eroberung des Kirchenstaates in Angriff nehmen. Die Gerüchteküche macht ihn zum Giftmischer. Das berüchtigte Borgia-Gift. Er soll es selbst gemischt und 34 Mal angewandt haben. Eine geheime Mischung aus Arsen und verwesten Innereien, angesetzt mit Wein, um den bitteren Geschmack des Arsen zu überdecken. Das weiße Pulver nennt sich Cantarella. Es ist das Gift der Renaissance. Die Wirkung ist schleichend. Magen- und Darmschmerzen, Fieber, Frostgefühle, Gliederschmerzen, bläuliche Haut. Am Ende steht der Tod. Wie viele Legenden den Berichten beigemischt sind, auch das wird für immer zu den Geheimnissen der Geschichte gehören. Cesare Borgia oder das Gesicht der Renaissance. Die Maske verbirgt das Gift, die Krankheit, den Tod. Die Ironie der Legende will es, dass der Papst selber das Opfer des berühmten Borgia-Giftes geworden sei. Ein Diener habe versehentlich die Gläser verwechselt. Ein heiterer Sommerabend in Rom, heute wie damals. Der Wein und die Abendfrische machen gesprächig. Man erinnert sich. Am Abend des 14. Juni 1494 veranstaltet Vanozza, die Mutter der vier legitimierten Papstkinder, in ihrem Weinberg ein kleines Essen. Auch ihre Söhne Cesare und Juan nehmen daran teil. Nach dem Essen geschieht das Unfassbare. Ein Holzhändler berichtet, es war gegen 2 Uhr nachts, als 2 Männer aus dem Gässchen heraustraten. Dann kam ein Reiter, der auf seinem Schimmel einen Leichnam hatte. Und dann heißt es lapidar, der Herzog von Gandia wurde getötet und in den Tiber geworfen. 2 Tage später zieht man eine Leiche aus dem Wasser. Die Hände sind auf dem Rücken gefesselt, 9 Dolchstiche haben ihn verletzt, die Kehle ist durchschnitten. Es ist Cesares Bruder Juan,
der Herzog von Gandia, der Sohn des Papstes. Ein Fischer namens Giorgio sagt aus, ich habe in meinen Lebtagen wohl 100 Leichen gesehen, die an dieser Stelle in den Fluss geworfen wurden. Eine von ihnen, wenige Monate später, ist Pietro Calderon, genannt Perotto. Perotto war Leibgardist und hatte, so wird erzählt, ein Verhältnis mit Lucrezia. Lucrezia, 18 Jahre alt, ist schwanger, der Gardist schon ermordet, als das Kind zur Welt kommt. Ist Cesare der Mörder? Das Kind sei aus der Verbindung Papst Alexanders mit Julia Farnese hervorgegangen, behaupten einige. Burcardus notiert, die Mutter sei Lucrezia, Alexander der Vater. Wenn schon Legende, dann Blutschande, Inzest, satanischer als die 7 Todsünden zusammen. Wieder feiert man Hochzeit im Vatikan. Wieder bringt eine Brautjungfer einen neuen Bräutigam für Lucrezia. Alfonso von Aragon, ein Neffe des Königs von Neapel. Diese Heirat soll die Interessen im Süden absichern. Die Braut aber, niemand hat das erwartet, liebt ihren Mann. Sie erlebt jetzt, 19 Jahre alt, glückliche Tage und Nächte. Doch das Glück wird nicht lange dauern. Die Politik frisst ihre Kinder. Kaum sind die Feste vorbei, steht auch diese Ehe neuen Plänen des Bruders und wohl auch des Vaters im Wege. Cesare hält es mit den Franzosen, Lucrezias Ehemann mit Neapel. Alfonso gerät in einen Hinterhalt. Dolchstiche verletzen ihn schwer. Bewusstlos stürzt er zu Boden. Mit letzter Kraft schleppt er sich in die Wohnung des Paares. Vor Lucrezias Tür bricht er zusammen. In den dunklen Gassen Roms ist niemand seines Lebens sicher. Häscher und Todesreiter halten das Volk in Angst und Schrecken. Wenn die Todesschwadronen ausschwärmen, fliehen die Bürger in ihre Häuser. Don Alfonso kämpft mit dem Tod. Man holt Ärzte. Doch um die Pflege des Verwundeten kümmert sich Lucrezia selbst. Sie kocht allein, damit niemand ihn vergiften kann. Aber die Mörder warten nicht. Sie dringen in die Privatgemächer ein und erwürgen Alfonso im Bett, während Lucrezia hilfesuchend zum Papst eilt. Burcardus schreibt, Don Alfonso, da er nicht an seinen Wunden sterben wollte, ist in seinem Bett stranguliert worden. In Rom wird gemunkelt, Lucrezias Bruder Cesare sei der Auftraggeber. Michelotto, Cesares Mann fürs Grobe, der Täter. Lucrezia ist außer sich vor Trauer und Wut. Sie verlangt von ihrem Vater die Aufklärung des Mordes. Sie zieht sich in die Burg von Nepi zurück. Sie sucht Trost in einem Kloster. Sie fürchtet, dass die Gerüchte die Wahrheit sagen und dass ihr Bruder Cesare der Mörder ihres Mannes ist. Sie schreibt verzweifelte Briefe an den Papst. Die Briefe sind unterschrieben mit Lucrezia la Infelicissima, ihre allerunglücklichste Lucrezia. Der Papst in Rom drängt die Tochter zur Rückkehr. Er schweigt über den Mord. Es ist das heilige Jahr 1500. Das Jahr der Feste und Prozessionen. 200.000 Pilger kommen, um sich vom Heiligen Vater segnen zu lassen und um den Jubiläumsablass zu erhalten, die Freisprechung von allen Sündenstrafen. Lucrezia willigt ein, nach Rom zurückzukehren. Hinter der festlichen Fassade des heiligen Jahres lauert eine heimtückische Krankheit. Cesare, die schwarze Maske verdeckt die ersten Spuren der Syphilis. Im Vatikan ist das Vergnügen erstes Gebot.
Noch im 19. Jahrhundert erzählt der Maler Kaulbach die Geschichte weiter. Lucretia tanzt vor Papst Alexander wie einst Salome vor Herodes. Pinturicchio dagegen, der kleine Hofmaler Alexanders, malt den Papst als frommen Zeugen der Auferstehung Christi. Das Fresko in den Borgia-Gemächern des Vatikan bildet Papst Alexander und als Grabeswächter vermutlich seine Söhne ab. Doch trotz der frommen Bilder an den Wänden sollen sich in diesen Räumen unerhörte Dinge abgespielt haben. Burcardus schreibt: In der Nacht vor Allerheiligen fand ein Gelage statt mit 50 ehrbaren Dirnen. Nach dem Mahl tanzten sie, zuerst in Kleidern, dann nackt. Kastanien wurden auf den Boden gestreut, die die nackten Dirnen kriechend aufsammeln mussten. Es gab Preise für diejenigen, die mit den Dirnen am öftesten den Akt vollziehen konnten. Und der Papst habe mit seinen Kindern zugeschaut. Lucretia weiß, die Geschichte ist erlogen. Das Dirnenfest soll sich ereignet haben, als sie den römischen Circus Maximus längst verlassen hat und in Ferrara lebt. Die Denunzianten haben die Geschichte vordatiert. Lucretia traut sich nur nachts auf die Straße im Schutz ihrer Diener. Eine Kampagne läuft gegen die Borgia. Lucretia sei eine Hexe und habe durch Inzest ihren Vater dem Satan ausgeliefert. Die Boten des Hexenwahns sind unterwegs. Burcardus, im Denken ein Mann des Mittelalters, unterstützt die frommen Hexenjäger. Die Schlimmsten, die Verfasser des berüchtigten Hexenhammers, kennt er persönlich. Ein anonymer Brief, von Burcardus zitiert oder verfasst, stellt alle Schauergeschichten über den Heiligen Vater und seine unheilige Familie zusammen und fordert, der deutsche Kaiser Maximilian soll ein Konzil einberufen, um den Papst abzusetzen. Als der Borgia-Papst davon erfährt, lacht er. Ihn interessieren nicht Gerüchte, ihn interessiert die Macht. Für die Macht im Kirchenstaat hat er seinen Sohn Cesare. Er wird Burg um Burg und Stadt um Stadt erobern. Das Volk jubelt dem Mann mit der Maske zu, der die Lokaldespoten vertreibt. Cesare, ein wiedergeborener Julius Caesar. Aber auch die Borgia sind nicht stark genug, Ordnung und Sicherheit zu schaffen. Jeder versucht auf eigene Faust zu nehmen, was der andere besitzt. Und jeder verteidigt sich hinter seinen Mauern, so verbissen er kann. Überall im Land haben sich kleine Despoten festgesetzt, die die Bauern looten lassen. Sie heuern Söldner an und bezahlen mit dem, was sie aus Plünderungen und Lösegeldern erbeutet haben. Dorfgemeinschaften bauen ihre Dörfer zu wehrhaften Plätzen aus. Die Renaissance hat zwei Gesichter. Trotz der alltäglichen Gewalt wird viel Geld ausgegeben für Kunst, Erziehung und Wissenschaft. Unter den Dächern fast eines jeden Städtchens findet sich eine Schule, in den größeren Städten eine Universität. Das politische Italien wird zerrissen von den widerstrebenden Interessen. Der französische König fällt ins Land ein. Er will sich die Krone von Neapel im südlichen Italien holen. Aus dem Norden kämpft der deutsche Kaiser Maximilian um die Reichsrechte in Italien.
Das Herzogtum Mailand, die Republiken Venedig, Ferrara, Florenz und Siena gehen im Kampf um ihre Unabhängigkeit wechselnde Bündnisse ein. Und in der Mitte der Papst, der Macht und Reichtum zu erringen sucht und unter dessen Herrschaft sich der Kirchenstaat in Mittelitalien ausdehnt. Zum brennenden Zorn seines Zeremonienmeisters ist Papst Alexander bei der Verfolgung seiner Ziele so selbstherrlich, dass der Zeremonienmeister seine Befehle von Lucretia entgegennehmen muss, wenn der Papst nicht in Rom ist. Eine Frau führt die Regierungsgeschäfte im Vatikan. Ein Skandal, der noch im 19. Jahrhundert in einem Gemälde festgehalten wird. Für seine Pläne als Bauherr und Mäzen braucht Alexander Geld, viel Geld. Für die künstlerische Gestaltung der Bauten Roms, für den Neubau der Universität. Im Rom Alexanders herrscht Gedanken-, Rede- und Lernfreiheit. Und der Papst braucht Geld für die Befestigungsanlagen, den Ausbau der Engelsburg und den ummauerten Verbindungsgang zwischen Vatikan und der Festung am Tiber. Überall finden sich die Zeichen Alexanders, das Wappen der Borgia. Viele dieser Wappen wird man später abmeißeln, Damnatio Memoriae, Verdammung der Erinnerung an diesen Papst. In einem Innenhof der Engelsburg, die alte Wurfschleuder aus den Tagen der Borgia, als sollte sie noch heute gegen die römischen Zustände in Aktion treten. ...1501. Seit einem Jahr ist Lucretia Witwe. In der Weite der Po-Ebene sucht der Papst nach einer Bastion gegen Venedig. Wieder wird Lucretia feilgeboten. Alexander bedrängt den Herzog von Ferrara, seinen Sohn mit der jetzt 20-jährigen, zweimal verlobten, einmal geschiedenen und einmal verwitweten Lucretia zu verheiraten. Peinliche Verhandlungen. Unter Zwang schreibt der Herzog an den Papst, wir haben uns entschlossen, in die Verschwägerung mit seiner Heiligkeit einzuwilligen, hauptsächlich, weil wir dazu durch seine allerchristlichste Majestät aufgefordert wurden. Der Thronfolger Alfonso wird die Braut nach Ferrara führen. Das junge Paar soll in dem Wasserschloss inmitten der Stadt wohnen, der alten Trutzburg Castello Estense. Am 6. Januar 1502 verlässt der Brautzug Rom. Ein Gefolge von 180 Hofleuten, 500 Reitern und 120 Maultieren für die Mitgift. Es ist kalt im Januar. Wenn Lucretia unterwegs ihre langen Haare waschen will, muss der Tross einen ganzen Tag lang warten, bis das Kaminfeuer in einem der Kastelle am Weg das Haar getrocknet hat. Der Weg führt von Festung zu Festung durch den Kirchenstaat. Der Einzug des jungen Paares in Urbino. Ein Chronist berichtet, die Braut ist sehr schön von Antlitz, mit lebhaften und fröhlichen Augen, schlank von Gestalt, anmutig und human. Ferrara. Der Empfang für Lucretia sprengt jeden Rahmen der Provinz. Ungezählte Trommler,
75 Armbrustschützen, 80 Trompeter, 2 Dutzend Pfeifenbläser, Possenreißer, Seiltänzer, Bischöfe, Professoren, Schauspieler, Hofnarren, Zwerge und Fahnenschwenker. Was auch immer die Römer verbreitet haben über Lucretias Ruf, bis nach Ferrara ist es nicht gedrungen. Die Leute freuen sich an den kostbaren Gewändern der reichen Mitgift. Sie freuen sich am prächtigen Gefolge und am Hauch der großen Politik, den die junge Frau aus Rom mitbringt. Tagelang dauert das Fest, wie die Stadt noch nie eines gesehen hat. Schließlich muss der Herzog die Gäste bitten, nach Hause zu gehen. Die Bewirtung wird ihm zu teuer. Auch Cesare ist in der Stadt. Seine Soldaten beobachten das Geschehen. Bald werden sie wieder kämpfen. Mit 10.000 Mann will Cesare die Romagna unterwerfen. Die Borgia wollen die Herren über ganz Mittelitalien sein. Doch in den Städten wächst der Widerstand. Cesares Heerführer, die Condottieri, verschwören sich gegen ihn, haben aber nicht den Mut, ihn zu stürzen. Cesare erfährt von der Verschwörung. Er bittet die Ahnungslosen zu einer Verhandlung. Die Falle schnappt zu. Cesare lässt 3 der Verschwörer erdrosseln. Die anderen werden später hingerichtet. Dieser Herr ist so kühn, dass ihm auch ganz große Dinge klein erscheinen, schreibt ein Zeitgenosse. Zerstörte Dörfer und Burgen, Zeugen eines gnadenlosen Kampfs um die Macht. Aber die Zeitgenossen applaudieren. Sie feiern Cesare, der genial seine Gegner vernichtet. In Ferrara richtet Lucretia den herzoglichen Hof ein. Sie ist Seele und Mittelpunkt des geistigen Lebens. Dichter wie Ariost, Bembo und die Gebrüder Strozzi widmen ihr Oden. Rose, dem Boden der Freuden entsprossen, hat Lucretia dir im Kuss so holzschimmernden Purpur verliehen? Schwärmerische Übertreibung, Anbiederung armer Dichterseelen an eine verblendete Gönnerin? Innige Briefe gehen zwischen dem Dichter Bembo und Lucretia hin und her. Im Nachlass des einstigen Geliebten und späteren Kardinals findet sich die intime Korrespondenz. Zwischen den Briefen liegt bis heute auch eine Locke aus Lucretias Haar. Der Friede wird überschattet durch die Nachricht vom Tod des Vaters. Sein mysteriöses Ende am 18. August 1503 trifft Lucretia unerwartet. Alexander stirbt mit 72 Jahren. Lucretia fällt in Trauer und Schwermut. Für Cesare aber ist der Tod des Vaters der Anfang vom Ende. In Rom brechen Unruhen aus. Mordend und plündernd ziehen bewaffnete Trupps durch die Stadt und töten die Mitglieder der Borgia-Familie, die sie fassen können. Der Mann mit der Maske wird verhaftet und, bis er seine Burgen und Städte dem neuen Papst überschreibt, in der Engelsburg festgesetzt. Nach der Freilassung flieht Cesare nach Spanien. Dort lässt er sich in ein Scharmützel hineinziehen, als suche er den Tod. Er gerät in einen Hinterhalt und wird erschlagen. Das unrühmliche Ende eines Mannes, der Italien mit Krieg überzogen, der gemordet und geplündert hat, um der Familie Borgia Macht und Reichtum zu verschaffen. Lucretia nimmt die Todesnachricht gefasst auf.
Sie widmet sich ihrer Rolle als Herzogin und wird als sorgende Landesmutter in die Geschichte Ferraras eingehen. Eine Silbertafel hält den Tag fest, an dem sie ihren ältesten Sohn, den Bischof, vorstellt. Fast jedes Jahr bringt sie ein Kind zur Welt. Mit 39 Jahren ist sie am Ende. Im Kindbettfieber ahnt sie, dass der Tod nahe ist. Sie schreibt ihren letzten Brief an Leo X., den Papst der Medici. Heiligster Vater und mein zu verehrender Herr, mit aller nur möglichen Ehrfurcht der Seele empfehle ich mich demutsvoll in Ihre heilige Gnade. So groß ist die Gunst, die mir unser gnädigster Schöpfer schenkt, dass ich das Ende meines Lebens erkenne und fühle, wie ich in wenigen Stunden ihm entnommen sein werde. Ich empfehle Euer heiligen Gnaden, meinen Herrn Gemahl und meine Kinder, Eure demütige Dienerin Lucretia von Este. Geschrieben zu Ferrara am 22. Juni 1519. Die Suche nach der wahren Lucretia endet an einem Grab in Ferrara. Lucretia Borgia, Hure, Blutschänderin, Giftmischerin, Hexe, Satans Tochter. Die Grabplatte im Kloster Corpus Domini. Andenken und Erinnerung an eine Frau, die vergessen wurde unter dem Geröll hemmungsloser Legenden. Aufstieg und Fall, Lebensfülle und Niedergang der Borgia sind lebendig geblieben bis heute. Mit Charme und Faszination werden die Legenden weitererzählt, auch wenn einige der Rätsel längst gelöst sind. Der Rest bleibt unserer Fantasie überlassen. Sie muss mit dem Geheimnis der Wahrheit leben und mit dem Geheimnis der Geschichte.